Und die Flüchtlingslager haben von Beginn an eine Rolle gespielt, um an Informationen heranzukommen. Es sind natürlich Personen aus der DDR geflohen, weil man unzufrieden war mit der politischen oder wirtschaftlichen Lage. Natürlich war es von Interesse, zu hören, was die Personen, die aus der DDR geflüchtet sind, zu sagen haben, was ihre Motive waren, politische Gründe, wirtschaftliche Gründe, um an Informationen über das System zu gelangen. Gleichzeitig war es dann auch zunehmend immer wichtiger, aus Gründen der Spionageabwehr auch genau zu schauen, wer nach Deutschland, nach Westdeutschland kommen möchte, weil natürlich auch Personen unter den Flüchtlingen sich befanden, die ganz andere Ziele, nämlich nachrichtendienstliche Ziele im Auftrag des Ostens ausführten.